Ich glaube nach wie vor, dass der klassische Weg auch zukünftig ein Weg sein kann. Es wird weiter werbefinanziert sein, das ist meine Meinung. Und ich glaube auch, on top wird der Nutzer sicherlich auch immer mehr für Paid-Pakete zahlen. Sehr wahrscheinlich auf Monatsbasis, vielleicht auch im kleineren Bereich. 10 Euro aber möglicherweise auch für 2,99 oder für 3,99 für kleinere Pakete. Ich sehe schon, dass für viele der Sender, die heute ihr Geld mit Werbung, mit der klassischen Werbung finanzieren, der Markt enger werden wird und dass sie in den nächsten Jahren auf andere Finanzierungsmodelle ausweichen werden oder eben Teile dieser Sender sich auflösen werden und in den Video-on-Demand-Bereich verschwinden werden und dann ganz andere Modelle suchen. Entweder von Silvio Berlusconi oder von großen, starken Marken oder wir finden noch einen guten Weg, wie wir vielleicht doch auch zum Teil die GEZ-Gebühren in ein richtig gut qualitatives, tolles Programm umwandeln. Es wird sehr viel über Premium-Content, also Paid-Content kommen. Und zum anderen wird es aber auch Sponsoren geben, die ganze Programme, ganze Sender finanzieren und über den Weg also einen neuen Kommunikationskanal für sich selber eröffnen. Der Werbemarkt. Was anderes gibt es nicht. Sicherlich werden es immer noch die gleichen Werbetreibenden bezahlen und das sind die Großen, die man so kennt, die Millionen ja da ausschütten. Die Frage ist, aus welcher Richtung es kommt und ich glaube, da wird viel mehr aus den digitalen Budgettöpfen kommen und das sehen wir ja heute schon. Wenn ich Free-TV-Veranstalter wäre, würde ich mir anfangen, Sorgen zu machen. Langfristig glaube ich fest daran, dass wir einen Trend sehen zu Premium-Inhalten, die bezahlt werden. Und auf der anderen Seite Longtail-Inhalte, sehr eher nischige Inhalte, die auch vielleicht werbefinanziert, vielleicht dann aber nicht mehr über Broadcast funktionieren. Was in der Mitte ist, was eher so für Mainstream-breite Masse ist, ich glaube, das werden wir viel weniger sehen als heute. Mehr Antworten über die Frage oder zur Frage, wie finanziert sich Bewegtbild, Fernsehen, wie finanzieren sich neue Angebote in der Zukunft, erfahren Sie auf dem NewTV-Kongress am 23.04. hier in Hamburg ab 13 Uhr. Seien Sie dabei. Diskutieren Sie mit spannende Themen und nehmen Sie hoffentlich viel für sich mit nach Hause. Wir sehen uns dort.